Willkommen zurück auf dem Kanal. Und wie man schon gesehen kann, wir sind am letzten Grund zum Match FCZ gegen Yverdon. Super League Saison 23-24 fängt an. Du bist Zürcher, ein asozialer Zürcher. Bei Zürich habe ich keinen Plan von Neuverpflichtungen. Bei Yverdon habe ich keinen Plan von Neuverpflichtungen. Yverdon aufgestiegen, Zürich nach einer Achterbahnsaison, jetzt wieder im ersten Match. Wenn ich etwas sagen müsste, dann mein erstes Gefühl ist ein 1-1 oder Zürich gewinnt 3-0. Bei Yverdon könnte ich mir aber bei den Neuaufsteigern vorstellen, dass sie natürlich voll motiviert sind. FCZ hat nicht eine gute Saison gespielt als neutraler Fan. Und die werden auch motiviert sein, aber bei den Aufsteigern ist immer noch mal etwas anderes. Was ich noch neu machen werde nach dem Match, ich werde hier immer eine Tabelle einblenden. Fan-Ranking. Eine Tabelle, wer die besten Fans hat. Und wir sind drin im letzten Grund. Kurve ist da, Match wird bald abpfiffen. Der Vergleich, Südkurve von Zürich und auswärts von Yverdon. Leider sehe ich sie nicht, weil ich sie selber habe, aber ich blende euch ein Bild ein von der Chore. Choreo geht runter, Marsch wird bald abgerufen. Marsch ist abgerufen. Fast 1-0 Yverdon. Riesen Paradenbrecher. Super Idee. Spiel ist wieder abgepfiffen. 1-0 FC Zürich. Rot. 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 Rot.
der ist kein Zürcher. Super Parade. Minuten Nachspielzeit und dann geht es in die Halbzeit. Halbzeit abgeführt. Zürich 1-0. Halbzeit. Zürich führt 1-0. Das Spiel hat mich jetzt nicht überzeugt, abgesehen vom Goal. Yverdon hat sogar vor dem Goal die größere Chance gehabt. Aber abgesehen von dem, langweiliges Spiel, nichts ist am Laufen. Keine Frage, Fans sind da. Aber ich hoffe einfach, zweite Halbzeit, dass ein bisschen mehr läuft, dass noch Goal fallen. Spieler sind schon drin. Zweite Halbzeit wird bald abpfiffen. Zweite Hälfte ist wieder abpfiffen. Zürich führt 1-0. Thank you.
Biel ist ab und so, Fans sind noch so am Anführen. Top 3 Fans von der Liga. Spiel ist abpfiffen. Zürich gönnt 2-0. Nichts spektakuläres in der ersten Hälfte, nichts spektakuläres in der zweiten Hälfte. Einfach eine Pflichtsieg gegen den Aufsteiger. Ich hätte ein bisschen mehr von Yverdon erwartet. Erste Halbzeit haben sie auch mehr mitgespielt. Der Goalie hat mich überrascht, aber sonst nichts Spezielles. Diese Saison haben die Zürcher sowieso einfacher, wenn sie Meister werden. Weil die Teams sind aufgestockt worden auf 12. Und es ist jetzt ein Playoff-System, heisst, sie müssen nur in der Top 6 sein, was ich ihnen zutraue. Aber ich persönlich finde so ein Playoff-System komplett scheiße, weil es zerstört nur den Fußball. Weil wenn der erste Platz irgendwie mit 30 Punkten Vorsprung erster ist, bringt sie mir jetzt einfach nichts mehr. Und der 6 kann trotzdem noch Meister werden. Und irgendein Team, das komplett schlecht ist, kann trotzdem noch oben bleiben, obwohl es nicht verdient hat. Also Playoffs, nein, Aufstockung. Okay, aber das Playoffs sicher nicht. Whisky, Cola, Tequila, Riri, wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst ein Like, ein Comment und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.